Ein herzliches Willkommen zum modernen Einrichten in Minecraft. Heute wollen wir diese Garage einrichten. Der Raum dazu ist 10x7 Blöcke groß und eine Materialliste findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe die Garage hier an ein Reihenhaus angebaut. Ich habe hier vorne Mauern genommen und oben mit Cobblestone, so sieht das so ein bisschen nach einem Rolltor aus. Kann es leider nicht zumachen, aber ich denke, gut aussehen tut es trotzdem. Wir fangen hier an mit dem Auto und stellen hier Reifen hin. 4 Stück aus schwarzem Lehm oder schwarzer Wolle. Das ist in dem Fall völlig egal. Und nehmen dann bunten Lehm oder bunte Wolle und machen dann da das Auto draus. So, genau. Immer eins überstehen. Dann hier oben 2 Stück. Und hier vorne machen wir noch Glasblöcke hin. Und zwar hat das dann ein bisschen die Form eines Autos. Hier unten an den Reifen noch Steinknöpfe hin und hier oben Holz. Hier hinten als Lampen auch Stein. Knöpfe, in die Mitte ein Schild, als Nummernschild. Hier wieder das gleiche wie auf der anderen Seite auch. Und vorne natürlich auch das Nummernschild und die Lichter. Da ist das Auto. Wenn ihr dort Vorschläge habt für schönere Autos, bessere Autos, dann schreibt mir doch einfach mal eine PN oder und schickt mir ein paar Bilder oder so. Würde mich echt interessieren. Ich würde ganz gerne welche in Radiant City mit einbauen. Nur, ja, das ist so die einzige Variante, die ich hinbekomme. Alles andere sieht immer irgendwie nicht nach Auto aus. So, wir machen weiter. Hier hinten. Da gehört natürlich die Werkstatt rein. Dazu habe ich Werkbänke rausgesucht. Die stellen wir hier so nebeneinander hin. Darüber ein paar Rahmen, wo wir ein bisschen Werkzeug aufhängen können. Ich habe jetzt Spitzhacke, Axt und Schaufel rausgesucht. Hier hinten ins Eck stellen wir ein paar Kisten, denn Garagen werden ja auch ganz gerne immer so als Abstellraum benutzt. Ein paar Kisten und ein paar Haken, wo man dann eben Zeugs dran aufhängen kann. Das war's auch schon. Ich gehe mal hier raus. So. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen. Und wir sehen uns in einem unserer anderen Videos auf GameHardLP.